also wenn man im Sommer auf der Terrasse sitzt und durch die Zweige schimmert der See, dann habe ich das Gefühl, als würde alles abfallen, was mich schwer beschäftigt, und ich fühle mich ganz leicht. Im Grunde genommen ist ja die Terrasse das Wohnzimmer für draußen. Und deswegen muss die Terrasse auch wohnlich eingerichtet sein. Es muss freundlich und schön sein. Man braucht ganz viele Sitzgelegenheiten. Alles, worauf man sitzt, muss bequem sein. Die Stoffe müssen haptisch sein, man muss die Stoffe anfassen mögen. Wenn ich Freunde erwarte, denke ich in erster Linie, dass ich eine Bühne baue. Man schenkt dem Gast Aufmerksamkeit, indem man ihm eine wunderbare Umgebung präsentiert. Es muss voller Liebe sein. Ich achte immer darauf, dass Servietten, Geschirr, Besteck, dass es alles irgendwie eine Farbfamilie ist. Es gibt immer Blumen. Mein Stil, eigentlich glaube ich, dass er extravagant ist. Und so einen munteren Mix, das gefällt mir am besten. Ich möchte mich nicht auf irgendwas festlegen. Und ich mag gern kuriose Dinge. Ein Haus am See, das hat ein Thema: Wasser. Und das Wasser ist hier allgegenwärtig. Da habe ich an einen Rat von Karl Lagerfeld gedacht. Der hat zu mir gesagt, schön ist es, wenn man bei der Einrichtung die Farben von draußen hineinholt. Ich habe schon als Kind von einem Steg am Starnberger See geträumt. Der Steg bedeutet Frieden, Freiheit, Stille. Ich sitze da, ich lese und denke, im Himmel kann es nicht schöner sein.